geh einfach los, mach deine Erfahrungen, mach dir Pläne, probier das aus, hol dir Hilfe auf jeden Fall. Ich würde nie sagen, Coaching oder Mentoring ist schlecht. Bloß diese Erwartungshaltung darf nicht im Raum stehen, dass das nach 3 Monaten dann schon, was weiß ich, 10.000 Euro jeden Monat oder noch mehr bringt. Wir sind ja auch drauf reingefallen auf sowas. Aber du wirst dorthin kommen, wo du hinkommen möchtest, wenn du mit dir selbst in dem ganzen Prozess verbunden bist, immer wieder für dich prüfst, ist es das, was ich möchte? Und auch eine Motivation findest in dir selbst, in deinen Wünschen, Visionen, vielleicht im Umfeld, was auch immer. Es gibt so viele Motivatoren, wie man sich auch holen kann. Ich glaube, alles und das ganze Leben steht für mich unter einem Stern, nämlich, dass wir nie aufhören zu lernen. Und viele Menschen glauben, wenn man 18 Jahre alt ist, ist man erwachsen. Und dann muss man auch einem bestimmten Bild entsprechen. Und dann gehen viele Menschen in einen Beruf und machen den über Jahrzehnte. Und viele Menschen wollen sich, und das ist ein ganz großer Tipp an alle, die was Neues machen möchten oder sich online selbstständig machen wollen. Viele Menschen denken dann, okay, ich mache seit 20 Jahren diesen Job, dann mache ich den einfach online weiter. Das ist aber nicht unbedingt das, was du wirklich willst. Ja, ja, und das ist wieder der Punkt, du lernst nie aus in deinem Leben. Bis zum letzten Atemzug wirst du lernen, wirst du Erfahrungen machen, wirst du nachjustieren müssen. Und wir leben aber in einer Gesellschaft, die sehr starre Bilder vom Menschen hat. Und also wir haben das ja auch mehrfach erfahren. Ihr seid jetzt Eltern, ihr habt 3 Kinder, ihr seid jetzt Anfang 30, jetzt müsst ihr aber mal dies und das und jenes. Und ich sage, wer sagt das? Wer sagt denn, dass ich wie zu sein habe in einem bestimmten Alter? Das kann mir jemand erzählen, aber sorry, I don't feel it, ja. Ich mache einfach meins. Und sich das vielleicht wirklich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Wir lernen ein Leben lang und das ist okay so. Wir sind kreative Schöpfer unseres Lebens und das dürfen wir auch sein, dafür sind wir hier. Sind nicht da, um in starre Systeme gepackt zu werden.